Hi meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Splatoon, das ist die 20. Folge. Yay! Und ich schaff's endlich mal wieder, ein Splatfest zu spielen. Heute, mit einem eher bescheideneren Thema und, ihr seht schon, ich mag Pizza mit Ananas oder ich mag Pizza ohne Ananas. Wir werden uns jetzt gleich für ein Team entscheiden. Und dann ein bisschen Verwirrung stiften oder ein paar Punkte holen, wie auch immer man das sagen will, zum Splatfest. Und ich muss sagen, ich bin mit dem Splatfest-Thema, weiß ich nicht, etwas unzufrieden, weil einfach, keine Ahnung, da hätte man sich, glaube ich, bessere Themen überlegen können. Was gab's denn jetzt? Katze gegen Hunde fand ich gut. Nordpol, Südpol kann man auch nochmal geben, aber ich mag Pizza mit Ananas und mag Pizza ohne Ananas. Ist das etwas, was die Welt spaltet? Ich weiß es nicht, aber ich mag Pizza tatsächlich mit Ananas, nicht immer, aber zwischendurch meine Pizza Hawaii ist schon geil und es hat sich sehr viel auch verändert bei den Waffen. Dazu möchte ich aber wahrscheinlich in einem anderen Video mal drauf eingehen. Wir müssen uns jetzt erstmal unser kleines Jäckchen anziehen und dann legen wir auch direkt los. Achso, das ist schon das Splatfest kleine Stück. Okay, das hätte ich vielleicht vorher auswählen können, aber ich habe auch gar nicht mehr viel gespielt. Ich würde auch tatsächlich mit dem Dünerroller spielen, den ich freigeschaltet habe, weil ich die Story-Mission durchgespielt habe. Auch da kommen wir ja noch zu den ganzen Missionen. Und wir fangen einfach mal an mit dem Splatfest-Kampf. Und die ganzen Waffen, die möchte ich euch dann ja nochmal einzeln in einem in gesonderten Videos vorstellen. Das hatte ich ja nochmal angekündigt. Das will ich, glaube ich, auch machen, weil ich einfach auf Splatoon wieder unglaublich viel Bock habe. Und dazu kommen ja auch dann noch die Amiibo-Mission. Die werde ich auch mal spielen. Da hattet ihr ja auch Bock drauf. Und ich versuche auch mal wieder öfter mit euch zu spielen, das mal dann anzukündigen. Wir hatten da ja immer unser kleines Team, was wir zusammengespielt haben. Fand ich immer sehr nett. Und falls das irgendjemand jetzt sieht, der ganz neu bei mir dabei ist, ihr könnt mich auf der Wii U adden. Ich nehme alle möglichen Freundschaftsanfragen an und zocke dann auch gerne mal mit euch ein Ründchen zusammen. Das ist auf der Wii U ziemlich entspannt, weil die ganzen Nachteile, weil die Wii U im Freundschaftssystem nicht die ganzen Nachteile hat, wie zum Beispiel Steam oder Minecraft oder sowas, weil man hier halt nicht belästigt wird. Ja, belästigt werden klingt fies, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Also es hat keine Nachteile für mich, wenn ich eure Freundschaftsanfragen annehme. Und deswegen mache ich das auf der Wii U, stellt sie mir gerne. Ich heiße einfach Corona dort. So, und wir gucken mal, wo die anderen jetzt sind. Die sind da vorne, dann färben wir hier einfach mal ein bisschen munter rum. Es geht ja hier ums Färben. Ich weiß nicht, wo er jetzt hin ist. Dann färben wir einfach mal hier weiter. So. Das sieht doch ganz gut aus hier. Ich habe jetzt gerade keinen Blick auf die Karte, weil ich das Gamepad unterm Tisch habe. Aber es fühlt sich nicht schlecht an. Oh, oh. Nice. Oh, oh. So, den haben wir auch. Sehr schön. Wunderbar, das lübt ja. Das lübt ja wie am Schnürchen hier. Das ist ja der Hammer. So, okay. Also, das ist relativ eindeutig. Jetzt kann ich auch aufs Gamepad gucken. Das ist wirklich relativ eindeutig. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was denn ihr oder für welches Team ihr euch beim Splatfest entschieden habt. Oder falls ihr keine Wii U habt, für welches ihr euch entschieden hättet. Mögt ihr Ananas mögt ihr Ananas? Mögt ihr Pizza mit Ananas oder eher nicht so? Ich konzentriere mich gerade ganz schön auf dieses Spiel, deswegen fällt mir das Reden gerade so ein bisschen schwer. Sollte es als Let's Player ja eigentlich nicht sein, ne? Das sollte ja kein Problem sein. Aber, ich weiß auch nicht. Vielleicht liegt es daran, weil es noch ein bisschen früher ist heute. Zack. Oh Gott, schade. Ich dachte, ich hätte noch mal wenigstens einmal losgeplatscht, um ihn zu holen. Mit dem Hydranten, ja, das ist auch eine neue Waffe. Komme ich nicht ganz so klar, das ist halt, ja, wieder wie so ein Splatling, wie so eine Minigun. So, dann nehmen wir das nochmal alles kurz hier mit. Dann haben wir noch ein bisschen Lila mit. Dann kommen wir jetzt eh nicht mehr weit. Dann können wir hier noch die letzten paar Flecke mitnehmen. Und, oh,
Ja, aber ich denke, wir haben unseren Bereich einfach besser eingefärbt. Und das dürfte ein Sieg gewesen. Ja, das ist ein Sieg einfach. Sehr schön. Und, ja, ich. Einmal ist keinmal, oder? Spielen wir halt einfach noch eine Runde. So, dann sind wir wieder zurück. Ja, wieder gleiche Map. Wieder gleiche Farbe. Sehr schön. Boah, Quatsch, ja klar. Splatfest. Wow. Da ist die Farbe immer gleich. Wir sind ja das orangene Team und es gibt ja nur noch das lila Team. Gibt es für Splatoon eigentlich einen Farbenblindmodus? Und wenn ja, wie sehen die Teams dann aus? Das ist eine gute Frage jetzt. Oder sind die Farben bei Splatoon schon so gewählt, dass man gar keinen Farbenblindmodus braucht? Ich weiß nicht, ich kenne mich. Damit habe ich mich noch gar nicht befasst und eigentlich sollte ich es ja wissen, aber was gibt es denn zum Beispiel Rot-Grün-Schwäche? Aber man ist ja, glaube ich, man spielt selten Rot gegen Grün, oder? Zack. Ah! Oh, nice, aber den haben wir noch geholt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Oh, ich liebe dieses Spiel einfach, ne? Ich weiß nicht, wieso mich das so begeistert, aber Splatoon ist, glaube ich, eins der wenigen Games in letzter Zeit, die mich wirklich so fesseln, wo ich auch immer wieder konstant zurückkehre und mir denke so, ach, jetzt eine Runde Splatoon wäre geil. Das habe ich tatsächlich nicht bei so vielen Games. CS denke ich mir immer mal wieder, ach, jetzt einfach mal eine kleine nette Runde CS, ist schon geil. Oder halt mal, ja, bei LOL zeitweise, aber sonst, weiß ich nicht. Ja, FIFA ist im Moment auch schlimm, was das angeht. So, oh shit. Von wo? Ah, da war noch eine Tintenmine, die hat er noch gelegt gehabt. Ah, fies. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, Splatoon ist irgendwie ein ziemlich fesselndes Game. Wie geht's euch da? Seid ihr auch schon so Splatoon begeistert oder? Oh, wow. Wieso hat denn der da auf einmal rübergezogen? Oder habt ihr das euch gekauft und sitzt jetzt da und denkt so, ja, naja, ne? Ist halt ein Spiel. Oh Mann, ey, wieso kriege ich den nicht? Der Typ hält uns gerade komplett auf. Und könnte vielleicht sogar der Grund sein, warum wir das Ding jetzt verlieren hier. Ich muss hier auf jeden Fall mal weg. Oh, fuck, da war noch einer. Alter, okay, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir wirklich ein Problem. Wir müssen unsere Base wirklich mal opfern da. Wobei, ich glaube, die sind jetzt beide down. Kann das sein? Dann hole ich mir hier nochmal eben ganz schnell so viel Areal, wie ich kann. Ich müsste auch eigentlich gleich nochmal wieder meine Special Fähigkeit haben. Oh Gott, fuck it. Noch ein Tinferno. Au, 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 au. Das wird ganz bitter. 30 Sekunden, 30 Sekunden. Jetzt muss ich schnell machen. Jetzt muss ich richtig schnell machen. Ach, scheiße. Okay, da geht echt nichts mehr. Nee, das haben wir verloren. Schade, Schokolade, würde ich mal sagen. Das haben wir eindeutig verloren. Fuck. Aber ich glaube, ich habe immerhin meine 400 Punkte. Mir kommt so vor, als wenn man bei Splatoon weniger Punkte gerade kriegt. Also fürs Färben. Ich weiß nicht, ob das am Splatfest liegt oder ob das jetzt einfach nur eine, ja, so meine Wahrnehmung ist. Gucken wir mal. 2 zu 7. Eieiei. Nur 387 Punkte, das meine ich. Ich habe nicht mal 400. Habe ich so schlecht gefärbt? Oh, das ist natürlich bitter. Gibt natürlich auch so keine Punkte, aber, ja, ein bisschen Zeit. Ja, für, ach komm, eine Runde bleibt doch noch, oder? Eine Runde geht noch. So, diesmal haben wir auch eine andere Map. Das ist die eine von den neuen. Der Name ist mir jetzt am Fallen. Ich glaube, der stand da gerade. Ich habe es einfach, ja, überlesen. Ja. Ansonsten freut es mich einfach wieder, dass ich dieses Spiel spielen kann. Ich weiß ja nicht, ob es euch auch noch gefällt. Ja? Das werde ich dann ja sehen. Könnt ihr mir natürlich auch gerne sagen, so, ey, Alter, ja, Splatoon ist geil, finde ich cool, dass du es wieder machst. Irgendjemand hat das ja mal reingeschrieben. Dann kommt wieder Splatoon. Und was ich auch hin und wieder in den Kommentaren gelesen habe, so die Frage, wann kommt denn wieder der Mario Maker? Besteht da wirklich Interesse dran? Dann würde ich auch mal wieder den Mario Maker bringen, weil ich glaube, ich habe das Potenzial noch nicht, also das Potenzial von dem Spiel habe ich sowieso noch nicht ausgereizt, aber ich glaube auch, dass da vom Levelbauen her noch einiges geht, was man nochmal machen könnte. So, wir machen mal kurz hier den. Was habe ich denn eigentlich noch für
Oh, oh. Scheiße, da kam ich nicht mehr weg. Direkt in meine gefärbt geworden. Gefärbt geworden allein. Da hat jemand unter mir direkt gefärbt, dann kam ich da nicht mehr weg. Genau, wie steht ihr zu Splatoon? Wie steht ihr zu Mario Maker? Habt ihr da wieder mehr Bock drauf? Wollt ihr mal mehr Wii U-Spiele sehen? Oder, es kommt ja auch immer drauf an, was ihr für ein Zuschauer seid, ne? Es gibt natürlich, Wii U-Zuschauer, es gibt aber auch natürlich viele Minecraft-Zuschauer. Ich habe auch ein paar FIFA-Leute. CS habe ich nochmal ein Video aufgenommen, was jetzt vielleicht demnächst mal wieder kommen wird. Ja, mal sehen, ne? Aber ich bin auf jeden Fall mit der Wii U ziemlich zufrieden. Oh. So, dann müssen wir hier nochmal weiterfärben. Zack. Okay, können wir hier einmal einlösen. So, jetzt färben wir das einfach mal alles hier großflächig. Großflächig, großzügig. So, ein bisschen aufladen. Ich weiß nicht, wieso sich diese Wii U verkauft. Ich habe das, glaube ich, schon mehrfach, gesagt. Ich finde, das ist eine großartige Konsole. Die macht einfach Spaß. Scheiße. Okay, ich komme nicht so weit. Da hat er mich... Ah ja, gut, NZAP. Die NZAP ist auch fies. Die ist, gehört auch mit zu meinen Lieblingswaffen. Also Lieblingswaffen, zu meinen favorisierten Waffen, wenn man das so sagen kann. Ich bin aber mittlerweile... Also momentan bin ich sehr gerne, sehr oft mit diesem Roller unterwegs. Weil der irgendwie, weiß ich nicht. Der ist gar nicht so schlecht. Was habe ich denn als Spezialfähigkeit? Ich glaube, den Färber, ne? Ja. Na? Okay, hat das gereicht? Nee, wir verlieren wieder. Schade. Na gut, Freunde. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ja. Ich wünsche mir natürlich, dass wir gerne auch mal wieder zusammenspielen oder uns auch ein bisschen in den Kommentaren über das Spiel und so weiter und so unterhalten. Boah, was ist denn heute los mit mir? Ich habe euch ja so ein paar kleine Anreize gegeben, worüber wir uns zum Beispiel unterhalten können. Und es würde mich natürlich freuen, da einige von euren Nachrichten zu lesen. Und ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß noch beim Splatfest. Macht gut und haut rein. Tschüss.